Hey, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 4. Ja, prächtig, dann soll er das halt wissen. Und jetzt müssen wir Torres jagen. Wo ist der denn? Da unten. Ja, guck mal, ist doch perfekt. Können wir direkt hier hin, per Schnellreise. Ja, bestätigen. Und von da aus können wir direkt darüber. Dann ist er weg. Unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Ei, die Armada. Das sind Torres und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Wir versenken die, ist doch kein Ding. Warte mal, wo? Nee. Da. Pach, 36er Kriegsschiff ist doch nix. Da knüppeln wir einfach so weg. Das ist überhaupt kein Problem. Oh, sobald das Ding nämlich in Reichweite ist. Feuer! Ja! Alle Mann auf ihre Posten! Erwarten Befehle! Bereit zu feuern! So, das nächste. Ja! Ja! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Du versenkst uns doch, Kenway! Ach was, das geht alles. Feuer! Zack, zack, zack. Getroffen! Das ist überhaupt kein Problem. Den knallen wir locker. Locker knallen wir das weg. Feuer! Ja, du ein gut platzierter Schreier! Auf dein Zeichen, Captain! Da, so, kaputt. Hier wird gar nichts gemörsert. Zumindest ist es lahmgelegt. Feuer! Können wir direkt versenken. Oder hat das irgendwas Interessantes dabei? Ach, kaum. Mach weg. Feuer! Braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Und damit haben wir's. Kriegsschiff fertig gemacht. So, jetzt wollen wir mal die Kacke da einsammeln, was da so rumliegt. Wir werden auf sie treffen, Sir. Nein, wir werden gar nichts. Topsegel reffen. So, einmal jetzt. Vieren und Fahrt auf. Ranziehen die Segel. Alle Segel, sie verträgt. Jetzt Vollgas geben. Ach, 17 Mörserkugeln haben wir noch. Das ist ja fantastisch. Jetzt müssen wir da an Land, wa? Na, das ist doch kein Problem. So, hier müssen wir doch rein, oder? Ja, prächtig. Mission starten. Ran an die Buletten, würde ich sagen. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Wie Rogers und Hornigold. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen können. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wie, wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Ich habe nur Möpse gesehen. Nicht wahr, Bonnie? Also gehst du nun an Land oder soll ich dich hinüberwerfen? Ja, wenn das hinkriegst. Hallo? Wer, kommst du mit? Ach, die kommt mit? Alles klar. Gott, es ist etwas schattig hier, nicht wahr? Oh ja. Ich hatte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Na, wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Waren wir hier eigentlich schon? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Brief. Ja, klar, hier waren wir auf jeden Fall schon.
Ach, das ist ja nett. Das ist die. Ich, ist das jetzt die Karte vom Observatorium? Ich hab keine Ahnung. Na egal. Wollen wir einfach mal eine Runde sprinten? So weit ist es ja nicht. Bonnie, kommst du mit? Naja, bisschen langsam, aber geht schon. Kommt schon nach. So. Ja, klar. Soldaten da vorne. Psst. Was sollen wir tun? Wie, was sollen wir tun? Pass auf, ich zeig dir, was wir tun sollen. Oh Gott, sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Aha. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Okay, sieht aber gut aus. Sind wir überhaupt richtig? Ja, genau, da müssen wir hin. Alles klar. Hopp, hopp. So. Jetzt müssen wir weiter. Oh, der ist hin. Den hat es dahin gerafft. Das arme Kerlchen. So. Hopp. Da drauf, darüber. Ja, das sieht doch gut aus. Bonnie, klappt's? Bonnie? Bonnie? Ja, egal. Irgendwann kommt sie schon nach. Hier unten ist doch irgendwo einer. Bin ich denn bescheuert? Da ist so einer. Nö. Oder auch nicht. Wenn da einer weiß, er jetzt weg. So. Hopp. So, dann lass mich mal gucken hier. Wir sind übrigens im Sperrgebiet. Heißt, hier dürften ein paar Gegner rumflitzen. Hallo. Okay. Warte mal. Was ist denn da? Warum stehen denn da so viele Wachen rum? Keine Ahnung. Na, ist mir auch egal. Ach, geh doch weg. Ach, da ist Bonnie ja. Mein Gott. Was mir ein bisschen erschreckt. Jetzt auf zum Observatorium. Müssten ja eigentlich gleich schon da sein. Oh, wir laufen einfach hier oben lang. Passiert schon nichts. Hi. Was ist denn hier los? Warte mal, da müssen wir hin. Alter. Oh. Zeit für eine Beschneidung. Moment. Gefangene befreien. Na, guck mal einer an. Hier stehen Gefangene rum. Aha. Okay. Dann waren hier bestimmt auch noch welche. Oder nicht? Hier unten müssten dann eigentlich... Ja, da sind auch welche. So, dann machen wir den mal weg. Und den. Prächtig. Sehr schön. Und dann können wir weiter. Irgendwo konnten wir doch hier hoch, ne? Genau, da hinten. So. Einmal hier oben lang. Wie viele haben wir denn jetzt gerettet? 5. 2 Stück müssen wir also noch.
Hier sind aber keine mehr, wa? Alles sehr eigen. Nee, hier sind keine mehr. Was ist das? Später ein. Scheiße. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind. Ganz am Anfang, da wo ich das erste Mal hingegangen bin, wo ich auf dem Boot gestanden habe. Das hätten wir wahrscheinlich, da wären wahrscheinlich noch die anderen beiden gewesen. Naja, ich renne jetzt aber nicht nochmal zurück. Nee. So. Auf jeden Fall sind wir hier schon mal richtig. Das sieht sehr gut aus. Heilige Mutter Gottes. Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Mhm. Ei, halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Ich habe keine Ahnung, was sie gesagt hat. Venga, muévete. No puedo. Mis piernas no responden. Alter Scheiße, was war das denn jetzt hier? Wow. Por favor, por favor, no me abandonéis. Moment. Na ja. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Du warst zwar schon verletzt, aber es interessiert mich ein Scheiß, ist ja klar, aber. Was ist denn jetzt hier? Jetzt muss ich darüber irgendwie. Also da haben wir schon mal nichts irgendwie, glaube ich, oder? Wie jetzt? Wo, was, wann? Ich müsste darüber. Aber wie komme ich darüber? Kann ich hier irgendwie. Ich könnte da wahrscheinlich irgendwo draufspringen. Dran springen, drüber springen. Oder nicht? Warte mal, versuchen das hier mal. Hopp. Genau. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Aha. Warum kann ich denn bitte nicht hier nach links gucken, ganz in Ruhe? Da komme ich doch im Leben nicht drüber. Das gibt's doch gar nicht. Was soll denn die Scheiße hier? Oh doch. Oh mein Gott. Ey, jetzt habe ich mir fast eingekackt, ey. Alte Scheiße. So, jetzt müssen wir hier aber rüber. Hopp. Und hopp wahrscheinlich. Nicht wahr? Oder? Wie geht's hier weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Hier komme ich auch nirgends hoch. Kann der so weit springen? Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, Tatsache. Alte Scheiße. Alte Scheiße. Boah. Hemos activado algo. Hi. Tschüss. Was ist? Ey, 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 ey. So, nächster. Ey, 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 immer mit der Ruhe. Oh, 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 oh. So, zack. Zack. Jetzt müssten wir irgendwie nach links. Aber ich möchte da jetzt. Jetzt will ich durch. Jetzt will ich durch. Vorsicht. Na? Tschüss. Hopp. So. Guck mal. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nochmal. Müssen wir hier hoch. Alter, jetzt muss ich auch noch auf die Scheißdinger hier aufpassen.
Oh. Oh. Ah. Oh nein. Boah, alte Scheiße. Vorsicht. Jetzt so. Bald dich. Edward. Edward, das wird so nix. Edward. Vorsicht. Aber wir müssen da nach links, oder? Glaube ich. Hier kommen wir. Hier kommen wir schon mal nicht hoch. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, da oben drauf, oder? Ich glaube. Höher, bald ich. Oh mein Gott, war das knapp. Wow! Oh, ich dachte, mich erwischt's. Wow! Zum Glück bin ich da nicht durchgesprungen. Warum muss ich denn jetzt plötzlich hier? So. Das sieht gut aus. Muss ich warten, bis das Scheißteil wieder runterkommt? So, da ist es. Hopp. Jetzt muss ich wieder irgendwo warten. Ah, jetzt muss ich da dran. Genau. Das sieht gut aus. Geht's hier hoch? Ja. Uns zusammentun können, Edward. Aha. Wir hätten die Macht übernehmen können und all diese mickrigen Reiche in die Knie gezwungen. Aha. Es steckt so viel Potenzial in dir. Es gibt so viel, was du noch nicht erreicht hast. Aha. Was ich dir zeigen könnte. Glaube ich nicht. Captain Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übelwetter, als ich selbst dir beging. Nun, daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Genauso. Torres hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etzavoltes utukila. Ka venen. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als ich zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Okay, Verteidigung. Okay. Wachen im Verteidigung. Mit Verteidigungsanlagen. Hä? Wo gab's denn da Verteidigungsanlagen? Alte Scheiße, keine Ahnung. Machst du nix? Verkackt. Ich würde dann sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann werden wir wahrscheinlich erfahren, was in diesem Brief steht. Bin ich mal gespannt.
Vielleicht ist es ein Brief von mir ist der Name entfallen oder von den Namen, der Name fällt mir auch gar nicht ein. Auf jeden Fall ist es irgendein Brief von irgendjemandem, den wir kennen. Fantastisch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.